Zurzeit arbeite ich in einem Pflegeheim, nicht so weit, wo ich wohne, bei Jakob Eltern in Wilmerdorf-Grünwald, zwischen Wilmerdorf-Grünwald. Und mein Aufenthalt jetzt ist, glaube ich, noch unsicher. Aber trotzdem habe ich glaube, ein paar Wochen vor einem Monat, glaube ich, schon meine Asylablehnung bekommen schon. Und ich glaube, der Rechtsanwalt hat schon geklagt. Aber ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich warte auch noch. Ursprünglich war es eigentlich gedacht als ein Film zu Grenzen. Lange war der Arbeitstitel Europe's Borderlands, Europas Grenzen. Und war eigentlich, ich bin in West-Berlin geboren, in Schmargendorf, wo Paul jetzt halt auch wohnt bei meinen Eltern. Und bin halt ein Mauerkind sozusagen, war 14, als die fiel, lebte dann in Frankreich, in Polen, da kam dann Schengen und war eigentlich eher so die Frage, wo sind jetzt die neuen Grenzen, die Außengrenzen? Das war 2011, also das war weit vor der großen Flüchtlingskrise. Da spielte das schon eine Rolle, aber war noch nicht so ein Riesenthema. Und dann habe ich dazu recherchiert, war an verschiedensten Grenzen, Griechenland, Türkei, Ukraine, Polen, auf Malta und war dann halt auch bei dieser Recherche in Melilla, in Marokko. Und da habe ich dann Paul kennengelernt und dadurch ist ein ganz anderer Film im Endeffekt rausgekommen, der auch viel mit Grenzen zu tun hat, auch nicht nur die Grenzen, Ländergrenzen, sondern auch Grenzen zwischen soziale Grenzen und zwischen dem Fremden und so weiter. Und manchmal ist es so beim Dokumentarfilm, man fängt mit einer Idee an und es kommt was anderes dabei raus. Okay. Je dirais qu'au niveau de la barrière, bon, on ne voit pas les familles, il y en a, mais très très peu, très très peu. C'est la majorité des hommes, enfin, presque des hommes, mais très peu de femmes. Mais aussi de l'autre côté, au niveau de la Méditerranée, pour ceux qui traversent dans les Zodiacs, il y a beaucoup plus de femmes et enfants. Là, c'est très visible. Et aussi les femmes qui sont laissées au pays, je crois que tous ces jeunes qui traversent la mer Méditerranée ou qui travaillent par la barrière, si vous l'avez bien regardé, c'est beaucoup plus des jeunes, très très jeunes, qui ne sont pas mariés, qui n'ont pas de femmes. Peut-être tout simplement de petites copines, juste comme ça, des amitiés, mais pas de véritables femmes. Et ça, ce n'est pas un souci. Mais pour ceux qui sont mariés, parce qu'il y en a aussi, qui ont laissé leurs femmes derrière ou les enfants, ils espèrent qu'ici, en trouvant une bonne situation, ou alors en espérant qu'un jour la situation sera régularisée, ils pourront faire appel à leurs femmes. Bon, s'ils les aiment encore, parce que arrivé ici, quelquefois, les idées changent et on oublie aussi. On s'occupe plus de ses enfants. C'est les enfants qui sont plus beaucoup. Enfin, qui sont plus prises en compte que les femmes. Les femmes peuvent se remarier si elles veulent, mais les enfants restent où les vôtres. On s'en occupe. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Dokumentarfilm die Welt völlig verändert. Ich glaube, er bildet die Welt erstmal ab und bewegt einen dazu, sich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass der Film halt schon auch in der politischen, sagen wir mal, Landschaft wahrgenommen wurde. Eine ganz kleine Veränderung ist vielleicht die Sache mit den Bustickets im Lageso für Brandenburg. Ich weiß, dass da Leute das in Brandenburg gesehen haben und sagen, das kann doch nicht sein. Also die, die den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht kurz zur Erklärung, im Lageso wird es nicht geschafft, ein Busticket den Geflüchteten für Brandenburg zu geben, wenn sie nach Eisenhüttenstadt reisen. Was dazu führt, wenn sie halt gar kein Geld haben, dass sie an der Bushaltestelle stehen ohne Ticket. Und das Ergebnis kann man in meinem Film sehr gut sehen. Das sind also so ganz kleine Details. Im Großen, nein, würde ich, glaube ich, jetzt nicht sagen, dass ich dadurch die Welt verändert, aber ich glaube, es ist ein sehr gutes Instrument, um sich Dinge klarzumachen, um über Dinge zu reden. Mein Film ja ganz viel über den Spurwechsel, was machen wir mit Menschen, die vielleicht einen guten Grund hatten, hierher zu kommen, der vielleicht nicht ausreicht für Asyl. Pauls Asylantrag wurde ja abgelehnt, also er hat dagegen jetzt geklagt, aber ist jedenfalls erstmal abgelehnt worden und trotzdem die meisten, die diesen Film sehen, also auch Menschen, die in Ministerien arbeiten oder jetzt eher von Regierungsseite, haben eigentlich alle das Gefühl, es muss doch eine Möglichkeit geben, ihm hier eine Chance zu geben. Und ich glaube, dass da der Film schon vielleicht auch was bewegen kann oder jedenfalls eine Sicht sehr stark machen kann.
Je crois que je ne peux pas, si la situation se représentait encore, bon, comme vous avez dit en arrière, je crois que je ne le referais plus. C'est vrai, j'ai eu des sérieux problèmes qui m'ont poussé à voyager, mais je ne m'attendais pas à trop de risques. Cette situation m'a beaucoup inspiré. Ça, je pourrais aussi le compter à ceux qui essayent de venir ou bien qui veulent venir ici, leur parler déjà de ma propre situation, ce que j'ai vécu. Je n'ai pas entendu, mais c'est ce que j'ai vécu. Je ne les recommanderais pas de venir parce que cette voie est très dangereuse, ce n'est pas bien. Tout ce que je peux le dire, juste d'essayer de trouver une voie légale pour y venir. Autrement dit, autant endurer la situation comme ça, vaut mieux y rester. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mieux vaut encore y rester que de perdre sa vie. Je crois que les politiciens allemands, bon, si je parle de mon cas par exemple, les Allemands eux-mêmes, le pays, bon, mon pays à l'État a été une colonie allemande pour commencer. Les Allemands y étaient, je crois qu'ils connaissent déjà le pays. C'est-à-dire, tout ce qu'ils peuvent faire, ce n'est plus exploiter les pays, nos pays comme ils le font, mais plutôt investir, comme ils ont fait en Asie, investir massivement, le transfert de technologies. Pour développer notre économie comme ça, ces jeunes trouveront de quoi vivre, de quoi travailler sur place. Je crois qu'ils n'auront plus jamais envie d'aller en Europe. Même si les visas sont gratuits, ils n'iront pas. Parce que chacun voudrait vivre chez lui, je crois. Ein müder Regisseur nehme ich mal an, denn ich werde in der Tat jetzt 3 Wochen jeden Tag den Film zeigen. Darauf freue ich mich natürlich auch, jetzt auch gerade vor der Wahl, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, halt auch nicht nur in Berlin in der Hauptstadt, wo man natürlich, wo ich sowieso ein bisschen die Reaktionen schon kenne oder mir vorstellen kann, sondern halt auch in Süddeutschland, auch in Kleinstädten und so weiter. Was bleibt, das ist fast eine philosophische Frage, was bleibt von Kunst? Ich meine, das ist ja das Schöne am Film, er bleibt sehr lange und man wird ihn auch in ein paar Jahren sich nochmal anschauen können und vielleicht zurücküberlegen. Jetzt wird vieles sehr heiß diskutiert, weil man so mittendrin ist. Das hoffe ich. Und ich glaube, was bleibt oder was schon geblieben ist, dass ich jemanden kennengelernt habe durch dieses Filmprojekt, mit dem ich mittlerweile sehr verbunden bin. Meine Zukunft, ich glaube, meine Hoffnung für meine Zukunft, ich glaube, würde meine Offenheit eher zu akzeptieren und danach einen guten Zustand. Zum Beispiel Arbeit, ich arbeite schon und ich glaube, das ist das Wichtigste.